Adrenalin ist ein wichtiger Bestandteil im Leben von Lisa Müller. Die Ehefrau des FC Bayern Fußballprofis Thomas Müller verfolgt neben ihrer Karriere als Dressurreiterin ein aufregendes Hobby, den Flugsport. Gerade arbeitet sie am Erwerb eines Flugscheins und an einer Helikopterlizenz, erzählt sie Bunte, während der Living Legends of Aviation Gala am Wolfgangsee. Ende August fanden dort mehrere Flugshows der weltberühmten Flying Bulls statt, der privaten Flugzeugflotte des verstorbenen Red Bull-Gründers Dietrich Mateschitz. Ein guter Freund von ihr ist Teil der Fliegerstaffel. Über Freunde kam die gebürtige Münchnerin auch zum Fliegen. Irgendwann ließ ich mich überreden und dachte mir, das will ich auch machen. Ich mache jetzt Fläche, also Flugzeug, und auch den Helikopterschein, erzählt sie. Für die prominente Reiterin ist der Flugsport die perfekte Erholung vom stressigen Alltag in ihrem oberbayerischen Dressurausbildungsstall. Ich bin ein kleines Duracell-Häschen. Ich muss immer etwas tun, aktiv sein. Und weiter, das Sitzen und die Konzentration im Flieger sind der Gegenpol. Ich kann da super entspannen. Das ist für den Kopf toll. In der Luft ist man frei.